Die eigenen Gurken aus dem eigenen Garten sind eine richtige Erfrischung an heißen Sommertagen. Allerdings wird die Pflanze auch gerne als Diva bezeichnet. Da muss man einige Pflegetipps beachten, damit man halt hier eine große und anständige Ernte zusammenbekommt. Von daher einige Pflegetipps, wie deine Gurken richtig viele Früchte produzieren. Der erste Pflegetipp ist das Ausgeizen der Gurken. Schauen wir uns mal etwas genauer das Pflanzenwachstum von der Gurke an. Dann sehen wir es ähnlich wie bei den Tomaten, dass es halt einen Haupttrieb gibt, der halt immer weiter nach oben klettert. Dann bilden sich dann die kleinen Fruchtansätze, die Blüten dort, männliche oder weibliche. Wenn du eine veredelte Sorte hast, dann bildet die nur weibliche. Und dann bilden sich an den Achseln diese Seitentriebe. Ähnlich wie bei den Tomaten findest du die Seitentriebe in regelmäßigen Abständen. Und das ist halt auch genau das gleiche wie bei den Tomaten. Diese Seitentriebe verbrauchen erstmal sehr viel Energie für die Pflanze, die sie dann nicht in die Fruchtbildung stecken kann. Sie wird auch buschiger, wodurch halt auch die Pflege und das Ernten etwas erschwert wird. In meinen Anfangsjahren habe ich die Gurken einfach frei wachsen lassen. Und dann sind sie also buschig geworden. Das Problem ist halt dabei gewesen, dass halt, wie gesagt, die Pflege etwas erschwert worden ist, weil die dann überall rumranken und man muss ja auch aufpassen, weil die Pflanze auch sehr empfindlich ist. Du hast auch ein bisschen mehr Aufwand mit den kranken Blättern entfernen. Das ist auch ein weiterer Tipp, immer diese kranken Blätter entfernen, damit die Krankheiten und auch die Pilze, die auf den Blättern sind, Beispiel Mehltau, dass die sich nicht zu schnell verbreiten. Ich hatte auch mal das Problem mit Spinnmilben, auch hier die kränklichen Blätter immer rechtzeitig entfernen. Ich musste damals auch höllisch mit dem Gießen aufpassen, weil natürlich die Pflanze überall auf dem Boden rumgekrochen ist und die Pflanze mag es halt nicht gerne nass zu werden. Das ist auch wieder eine Brutstätte für Pilze, wenn ich das mache, und hier auch am besten die Pflanze halt nicht direkt auch gießen, nicht auf die Blätter, sondern auch hier mit schönem lauwarmem Wasser nebendran. Vielleicht hast du noch am besten eine Tropfbewässerung oder Olas, dass du halt hier direkt und gezielt zur Pflanze gießen kannst. Wichtig auch, wenn du schön saftige Früchte haben möchtest, dass du die Gurke regelmäßig gießt. Ich mache es im Hochsommer alle 2 Tage, damit die Früchte hier nicht bitter werden. Das ist ein riesengroßer Problem, den viele halt machen, dass sie ihre Gurken nicht regelmäßig wässern und dadurch bittere Früchte entstehen, und das möchte wirklich keiner im Garten haben. Für eine große und andauernde Ernte solltest du deine Pflanzen regelmäßig ernten. Immer gleich die jungen Früchte abnehmen, damit die Pflanze weiterhin den Antrieb hat, neue Früchte zu produzieren. Problem dabei ist, die Gurke ist so eine Pflanze, wenn sie einmal anfängt, eine Gurke für die Samenbildung vollreif werden zu lassen, hört die Pflanze sofort auf mit der Produktion und steckt ihre volle Energie in die Samenbildung. Von daher in den ersten beiden Monaten würde ich die Pflanze einfach produzieren lassen und sich vielleicht dann 1, 2 Pflanzen raussuchen, die optimal für die Samenbildung sind, die halt auch schöne Früchte haben und wo du halt schon genug Sachen ernten konntest. Der nächste Tipp ist für mich schon selbstverständlich, ein wesentlicher Bestandteil einer Permakultur, und zwar das Mulchen. Einerseits hat dann die Pflanze keinen richtigen Bodenkontakt, das heißt Pilze und andere Bakterien kommen nicht so schnell auf die Blätter zum Beispiel rauf, und du förderst das Bodenleben, deine Pflanze wird kräftiger und das Wasser dunstet nicht so schnell aus, und die Gurke, die mag es ja nicht trocken und auch nicht zu feucht, sie braucht ja das optimale Mittelmaß, und mit Mulchen bekommst du es auch optimal hin. Und zum Schluss, achte auf die Sortenbeschreibung. Es gibt spezielle Gurken, die sind jetzt fürs Gewächshaus geeignet, um hier zu kultivieren. Es gibt auch Freilandgurken, die man halt etwas buschiger wachsen lassen kann. Hier einfach auf den Zettel schauen, um halt hier die bestmögliche Pflege für die verschiedenen Kulturen auch zu gewährleisten. Ist das gleiche wie bei den Tomaten. Es gibt unbegrenzt wachsende Tomatenpflanzen und auch Balkontomaten oder auch begrenzt wachsende Tomatenpflanzen. Und die hören halt, wenn du zu viel ausgeizt, nach einem bestimmten Punkt aufzuwachsen, und die hast eine geringere Ernte. Also von daher immer schön die Sortenbeschreibung schauen, wie die Pflanze bzw. die Sorte am besten kultiviert werden möchte. Mit diesen Tipps wirst du zu 100% eine reiche Gurkenernte haben. Kannst dich schon mal auf die schönen langen Dinger freuen, die dir im Sommer eine wunderbare Erfrischung geben. Von daher, hier an der Seite findest du noch weitere spannende Tipps, die du im Garten nutzen kannst. Kräftige Pflanzen kultivieren, damit du hier eine reiche Ernte hast, nach Permakulturprinzipien, oder ein Video, welches dir Gesundheitstipps mit auf den Weg gibt. Von da freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.